So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind im zweiten Level. Wir müssen auf The Ranch, müssen wir hier 38 Leute umbringen. Und schauen wir erstmal, was wir hier alles machen können. Ach, guck mal hier, der schläft so schön. Den bringen wir gleich mal um. Der andere würde auch schlafen. Aber erstmal weiten Abstand nehmen. Da können wir auch einen in den Grill reinwerfen. Und der da oben, der steht doch perfekt, oder? Ah, Ersatzkleidung, sehr schön. Dann vergiften wir noch die Bowle. Das ist eigentlich auch immer recht gut, gerade am Anfang, wenn so viele jetzt unterwegs sind. Weil die sind dann so beschwipst, bekommen dann so grüne Pünktchen oben drauf. Und ja, sterben dann nach einiger Zeit von alleine. Man muss natürlich aufpassen, dass man in dem Moment nicht zu nah bei denen steht. Weil sonst halten die einen sofort für einen Mörder. Wenn man da natürlich direkt, wenn die Naps einem umkippen. So, was haben wir noch? So, da sind ein paar umgekippt. Ich halte mich einfach auf der Party auf. Hier oben, genau, ich bin Mitglied der Band hier. So, komplett. Ja, voll viele umgekippte. Hier, Rosi wird es auch noch. Der Oberohr, das sind zu viele hier. Wir hauen, glaube ich, lieber ein bisschen ab. Wir sind weit weg. Hilfe, ein Mörder. Wer ist jetzt unter Mordverdacht? Ach, genau, der Musiker. Es ist wirklich klasse. Es macht so verdammt viel Spaß. Okay. Da ist wieder einer unterwegs. Und inzwischen müsste die Bowle eigentlich... Ja, noch ein paar Betrunkene, die unterwegs sind. Hier noch der im Krankenwagen. So, die beiden schnell weg. Weit weg von den Opfern. Und der Bär ist auch unterwegs auf der Party. Wen können wir denn jetzt schnappen? Ja, genau. Komm, du da oben im Stall. Dich nehme ich. Ich werf dich hier rein ins Heu. Der ist mir zu unsicher. Nee, die kann ich nicht mitnehmen. Mischt. Was ist hier mit dem hier? Komm, den nehmen wir einfach nach oben. Tot! So, komm, du bist doch auch betrunken. Ich nehme dich einfach auch mit hoch. So, was? Der Kellner ist betrunken hier. Betrunken am Arbeitsplatz. Gibt's ja gar nicht. So, wen können wir als nächstes? Der steht ganz allein auf der Party. So, schnell eins rüber. Na, die sind so verliebt, die sehen den nicht mal, oder was? Jetzt liegt die Leiche mitten auf der Tanzfläche und keiner sieht sie, oder was? Jetzt, John West hat sie gefunden. Der kommt raus, das heißt, wir können Pferdle machen. Zack. So, wen schnappen wir als nächstes? Na, die kommt da gerade. Da oben sind noch zwei Betrunkene. Aber hier, Tosnelda läuft auch gerade rüber. Oh! Da oben waren ja noch zwei. Mischt. So, wie kriegen wir den hier weg? Hm, guckt eh gerade keiner. So, der Polizist hat auch einen anderen gesehen. Was ist hier los mit dem Rocker? Oh, dann machen wir die beiden so.
So, da passiert nicht mehr viel. Jetzt einfach hier ein bisschen. Hat er sich gnadenlos umgefahren, oder? Ne, den kriege ich nicht ins Barbecue geworfen. Oh, aber die beiden hier. So, noch 5 Stück. Stören wir die beiden hier mal ein bisschen. So, Kellner, geh arbeiten. Ciao. Hallo, kennst du schon mein Messer? Tack. Oh, es macht echt mega Spaß. So, den hier noch. Und jetzt noch den letzten Kellner. Der sich wundert, wo sind denn all die Gäste hin? Hallo. Gut, das war das Level 2. Die Ranch Party. Und wir tanzen jetzt erstmal. Und als Dankeschön gibt's jetzt natürlich noch den Zwischeneinspieler. Ach ne, Biker's Night hieß das Level. Mist. Okay, also bis gleich zur nächsten Runde dann. Level 3 kommt dann. Bis dann. They took me off the case after what happened with Katie. But let's just say it was keeping up to speed by other means. Once the ranch massacre happened, my colleagues were more than happy to unofficially keep me informed. It seemed obvious to me that this was just the beginning, and I had Las Vegas down as one of the contenders for the next attack. Of course, the problem is that Las Vegas is one hell of a landmass to keep a watchful eye over. The kicker is that he was spotted leaving the scene on a shuttle bus. A goddamn bus! So you're saying the perpetrator was calm, even after what he'd just done? I'm saying this guy was a fucking psycho. Please, Mr. West, try to stay professional. You're a funny guy. Either way, I still don't know how he evaded the entire police force descending down on him. It was like the devil was on his side.